Eiskalt machen wir Oh, jetzt hallo weiter. Fremder. Oh, hallo, anderer Fremder. Eiskalt machen wir jetzt weiter. Und zwar mit unserer Quest zur Diebesgilde. Wir müssen was stehlen. Die Stadtwache. Weitergehen. Der Held. Mir egal. Tja. Bleib trocken, Kapitän. Ach, laber doch nicht. Okay, wir müssen Zeug stehlen. Okay. 5% Chance, dass ich gesehen werde, oder? Anscheinend hat keiner mich bemerkt. Gut, erstes Teil erhalten. Ich hoffe, ihr genießt euren Aufenthalt in Rathir. Ach, tatsächlich? Na dann. Ei. Es war der dritte Tag und das Bier. Können die sich nicht ruhig unterhalten, wenn sie hier sind? Ich find's voll geil, wie meine Arme dieser so... Dieser Tage Studenten sieht man auf der dem Magie, Markt so viel Meister Neues. Der Zauber. Meine Arme so vor Gift sprühen. Die Oberstadt. So. Hier haben wir weitere Gegenstände. Erstmal hier etwas. Wenn ich bitten darf? Ja, ich gehe schon. Ich brauche nämlich nur etwas. Oh, der 5%. Dum dum. Niemand hat mich gesehen. Es gibt nichts. Oh, entschuldigt bitte. Ja, ja. Und das letzte Item. Relativ einfach, das hier. Na, das Stehlen ist, glaube ich, eine Schleichfähigkeit, oder? Und Schleichen habe ich gut ausgebildet. Ja, was muss ich hier? Ja? Ich brauche was von dir. Was macht ihr hier? Ich bezweifle, dass ihr ein Kind Lyrias werden wollt. Seid ihr mehr aus dem Mondlager? Bei Lyria könntet ihr vielleicht ein wenig leiser sprechen? Ich kann gut darauf verzichten, dass mir irgendjemand hier auf die Schliche kommt. Und lasst mich raten. Ihr seid ein Reisender mit dem Auftrag, die Kutte der Maid zu stehlen. Tut mir leid, ich war schneller. Die Kutte gehört mir. Ihr solltet Irion vergeben. Ich schätze, ihr habt recht. Irion hat natürlich einen Hang zum Melodramatischen, aber ich weiß, wie schwer es ihn getroffen hat, mich zu verlieren. Wie es scheint, kann ich die Reisenden nicht hinter mir lassen. Sie sind wirklich mein Leben. Nun gut, nehmt die Kutte. Ich kehre ins Mondlager zurück. Lebt wohl. Sehr nice. Also das war ja recht einfach. Dadurch, dass ich ein charmanter Assassine bin, hat die mir das einfach gegeben. Die Gegner sollten sich ein Beispiel an ihr nehmen. Warum kämpfen, wenn es sowieso aussichtslos gegen mich ist? So, wem muss ich sprechen? Den da? Ihr habt die Gegenstände gestohlen und auch das Herz meiner holden Maid zurückerlangt. Nehmt diesen Ring als Dank für die Rettung meiner Ehe. Meine Schwüre ruhen nun in meinem Herzen. Ihr seid eurem Ziel, ein Meisterdieb zu werden, somit einen weiteren Schritt näher. Möge der Hierophant bei jedem eurer Schritte über euch wachen. Dabei fällt mir ein, dass es einen weiteren Auftrag gäbe. Möchtet ihr ihn annehmen? Worum geht's? Es wurde ausdrücklich gewünscht, dass ihr diesen Auftrag gemeinsam mit einem Reisenden aus dem Mondlager erledigt. Ja, der Hierophant hat darauf bestanden, dass ihr und Fassmer. Aber Fassmer ist kein Gläubiger. Warum sollten wir einen Frevler fördern? Tja. Guten Tag.
Hierophant, stimmt das etwa? Okay. Jetzt erzählst du nicht mal was. Jedenfalls, man werde das Amulett von Ritlinen stehlen. Der Ungläubige hat ausnahmsweise zugehört und ist begierig darauf, sich zu beweisen. Deshalb wird er euch bei dieser Mission helfen. Okay. Sollte ich sonst noch was wissen? Riten ist ein Labyrinth von sonderbarer Art. Um seine Tiefen zu erforschen, werdet ihr mit Phasma Hum, einem weiteren Reisenden, zusammenarbeiten. Okay. Dem da. Ihr habt also alles kapiert, ja? Der Hierophant schickt uns nach Riten. Ich habe den Hierophanten immer für eine gehörnte Bestie gehalten. Er sagt Dieben, was sie stehlen und freien Leuten, wen sie anbeten sollen. Toller Anführer. Ich kam eigentlich hierher, um meine Ruhe vor Befehlen zu haben. Aber ihr Reisenden befolgt auch nur Anweisungen, genau wie alle anderen. Tja, versucht einfach Schritt zu halten. Na großartig. Ich schätze, mit euch und dem verfluchten Hierophanten werde ich mich heute vor Anweisungen kaum retten können. Hört zu, ihr mögt euch ja schon bewiesen haben, aber das hier ist meine Chance zu glänzen. Wir treffen uns in Riten. Legen wir los. Gehen wir. Ganz ehrlich, ich habe kein großes Problem damit, wenn... toll, muss ich dorthin laufen. Wenn der sich beweisen will, finde ich voll cool. Ja, ich sehe euch. Ja, und? Ja, ich sehe euch. Wen interessiert's? Da lang, ich müssen gehen. Hier ich runterspringen können. Wir werden ihn unserem Anführer vorführen. Du kannst einem Pfeilhagel nicht entkommen. Kleiner Mann. Scheint diese Festung da vorne zu sein. Und eine Sprungplattform. Yippie! Okay. Wo? Interessanter Ort. Interessante Festung. Ich hoffe, der ist schon mal drin. Amulett stehlen. Wo ist denn der Typ? Ihr habt es also geschafft. Vergesst nicht, dass hier mehr als nur euer Ruf auf dem Spiel steht. Ich hoffe, ihr seid bereit. Also gut, wie es aussieht, ist auf meiner Seite ein Hebel. Und er scheint irgendwas auf eurer Seite zu öffnen. Vergesst mich nicht! Was haben wir denn da? Okay. Schlüssel oder Dietriche sind nutzlos. Ganz schlecht. Kommt, ich möchte euch meucheln, so wie sich's gehört. Ich weiß doch, dass es... Hat er seinen Hebel jetzt benutzt oder nicht? Anscheinend nicht. Katsching! Irgendwie so Sneaky-Spiele gefallen mir. Lady! Dein Ende ist nah. Wie ich sehe, habt ihr es wohlbehalten hindurchgeschafft. Dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, den Gefallen zu erwidern. Der Weg hier ist versperrt. Seht ihr auf eurer Seite irgendwo einen Hebel? Ja, geht nur. Anscheinend. Ach, die Questführung ist viel angenehmer als... bei Baldur's Gate. Ach.
Ja, falsche Taste. Hm. Lol, hinter mir. Wo kommen denn die auf einmal her? Wow. Die freien Mann, freier Mann Armbänder nehme ich gerne an mich. Hm, wir haben hier lauter Fall. Danke. Stimmt ja, ich kriege ja jetzt die Zutaten. Es gibt ein Problem. Ich finde keine Möglichkeit, weiterzukommen. Und ich habe nichts gesehen, was uns weiterhelfen würde. Also schätze ich, dass ihr wieder dran seid. Ist da irgendwas auf eurer Seite? Ja. Ja, geht nur. Massig Fallen sind auf meiner Seite, die ich erstmal entschärfen möchte. Da eine schwache Nieten. Hier ist ein Hebel. Was war das denn? Oh, oh, verdammt! Da ist der Dieb! Lol. Oh, keine sneaky Action. Naja, wer braucht's schon? Das Rumschleichen ist nur ein kleines, lustvolles Gimmick. Und man muss es ja nicht unbedingt pausenlos machen. So, was ist das? Eine Tür, die sich auch öffnet. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas von Interesse? Ah, da ist noch eine Truhe. Da. Relikte zum Tempel der Lyria bringen? Was? Hm, war ja noch eine Quest anscheinend. So, das... Tja, sieht aus, als hätten wir es entgegen der Voraussagen des Hierophanten geschafft. So viel zu seinen vielgepriesenen Prophezeiungen. Ah, abwarten. Die Tür wird bringen wir es zu Ende. Es wird Zeit, dass wir uns dieses Amulett holen. Ich bleib einfach mal hier. Was? Es brennt! Es ist... Ich kann mich nicht bewegen! Ja, Fasma scheint unter irgendeinem seltsamen Fluch zu stehen und reagiert nicht. Hm. Ich soll einfach zurück, wie es scheint. Ali, hopp. Wow, was? Boing. Hey, ich habe ein Level abbekommen. Durchaus nice. Schmiedekunst oder Sinnesschärfe? Das wäre schon geil. Wobei, ja. Also kannst du. Seltene. Ja, das muss ich auch irgendwie noch maxen. Ja, dann maxen wir das. Das ich schätze, übersehe. Wayne interessiert. Hm, passiert halt mal. Okay, das habe ich schon alles gemaxt. Ausfallschritt noch nicht, aber ich nutze den auch ehrlich